unter dem Künstlernamen Marlo Magic Group mit einem wunderbaren Werk vertreten. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Ja, dieses Bild, das ist das, wo auch ein Schmetterling drauf ist. Das ist einerseits für mich typisch von der Farbe her, andererseits auch untypisch, weil ich normalerweise nicht mit Fotovorlagen arbeite, sondern Dream Worlds erschaffe, also rein aus der Fantasie. Und hier war es aber anders. Hier hat mich ein Foto so fasziniert, dass ich da einen Freund ganz zufällig gesehen habe in der Fotografie, die uns heute auch anwesend, der Herr Konrad. Und dieses Bild hat mich so fasziniert und schon im kleinen Format so hineingezogen, dass man gedacht hat, das muss ich malen, es wird halt einmal was Fotorealistisches sein, aber warum nicht. Und natürlich in einem größeren Format und um die Kraft des Wassers noch zu verstärken, habe ich den Horizont an schräg gestellt. Und ja, aber ist der Schmetterling drauf eigentlich? Vielleicht kannst du uns das sagen. Das war nicht meine Idee mit dem Schmetterling. Ja, ganz kurz vielleicht, also es war im August, ich glaube vor 3 Jahren, also um dieselbe Jahreszeit, als ich dieses Foto aufgenommen habe, und ich habe in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht, welche Ehre diesem Foto noch zuteil werden könnte. Aber ja, also der Mario war bei mir zu Hause und hat das Foto gesehen und das hat ihn inspiriert. Und wir wollten dann die sehr realistische Darstellung doch irgendwie um einen ästhetischen Aspekt erweitern, glaube ich, das war so die grundlegende Idee. Mhm. Und ich sehe das Bild heute zum ersten Mal real und ich bin sehr begeistert. Danke. Ja, was es darstellt überhaupt, also das heißt Slap Poker, das Bild, das wird vielleicht nicht jedem was sagen, das ist ein Wasserfall in Slowenien, ich habe es nicht gewusst, und man befindet sich hier oberhalb des Wasserfalls, ich denke an der Quelle in etwa, und das Wasser rauscht dann einfach zu auf diesen Abgrund, den man dort sieht, und dort geht es dann 106 Meter in die Tiefe. Aber am Foto schaut es dann gar nicht so wild aus, weil ihr seid da irgendwo auf dem Felsen gesessen. Vielleicht noch ganz kurz, es war ein Tag mindestens so heiß wie heute und das Wasser, das kommt direkt an der Stelle aus der Quelle, aus dem Berg raus, das ist eine Karstquelle und es hat maximal 5 Grad, also der Kontrast zwischen der Hitze und der Kälte ist auch sehr spannend. Und ja, es ist, wenn es was sagt, in den Julischen Alpen und dort im Tal mündet der kleine Bach dann in die Socha, vielleicht, das ist vielleicht bekannt, das ist wunderschön da. Ja, also das Typischste an dem Bild auch für mich oder an mir ist vielleicht die Farbe. Das ist Blau. Magic Blue. Das ist es. Und der Schmetterling, der den Realismus wieder aufreicht. Der den Realismus wieder aufreicht, genau. Ja, danke. Dankeschön.